Oder anders ausgedrückt, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Wir sind hier bei Tarzan, anscheinend, denn er ist Lockenkopf Nummer 1. Wir haben im letzten Part, naja, ein Baumhaus erkundet, Sabor fertig gemacht, das Lager hier gefunden, Donald und Goofy verloren, ein bisschen gekocht. Und Dias gefunden, die wir jetzt wahrscheinlich einsetzen werden, denn hier ist ein Zelt. Was ist wohl im Zelt? Jane. Tarzan. Oh, und wer ist das? Hallo, ich bin... Oh, du sprichst meine Sprache. Dann bist du offensichtlich nicht mit Tarzan verwandt. Bist du hier, um die Gorillas zu erforschen? Das bezweifle ich. Sora! Goofy! Donald! Wie im Zirkus. Für die Gorilla-Jagd eher unbrauchbar. Mr. Clayton, wir studieren sie, wir jagen sie nicht. Wir forschen. Tja, je mehr, desto lustiger. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Tja, also ich bleibe. Hä? Sora, guck mal, was wir gefunden haben. Sieh dir das an. Was ist das denn? Ein Gummistein, dasselbe Zeug, aus dem unser Schiff ist. Das bedeutet also... Der König könnte hier sein. Wir müssen uns zusammentun, wenn wir ihn finden wollen. Zumindest vorübergehend. Schön, du kannst mit mir kommen. Zumindest vorübergehend. Protestgummi. So, jetzt können wir entscheiden. Da wir mehr als 4 Partner gerade haben und wir nur maximal 3 auf dem Feld sein dürfen, können wir uns jetzt entscheiden, wen von den 3, also 2 eigentlich, weil Sora muss immer dabei sein, wir nehmen. Ich bleib mal bei, Tarzan und Donald. Goofy bleibt mal außen vor. Oh, guck mal, ich hatte es wohl dumm. Mithril-Erz. Was sind eigentlich diese Dias gewesen? Ah, da steht schon. Gehört eigentlich Jane. Vielleicht kann man sich damit besser mit Tarzan verständigen. Ja, Dia 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Gut sieht das aus. Ja, hier, Jane, deine Dias. Tarzan wurde anscheinend im Dschungel von den Gorillas aufgezogen. Mit ihm zu sprechen ist noch immer nicht leicht, aber er macht Fortschritte. Er hat vorhin also in der Gorillasprache gesprochen. Richtig, du suchst also jemanden? Ja, er sagt, Rico und Kairi seien hier, aber ein Wort konnte ich nicht verstehen. Vielleicht hilft uns der Projektor weiter. Wir zeigen Tarzan einige Dias, vielleicht trifft eins davon dieses Wort. Oh, wo sind denn die Dias alle hin? Tja, ich hab sie. Entschuldigung. Tada! Was hast du denn, Sora? Was? Gar nichts. Dieser Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh. Ja, wieso? Ich habe meine Insel nie verlassen. Yeah! Dödem. Yeah, cool. Und Tarzan? Wo sind meine Freunde Rico und Kairi? Telefon. Lautes Telefon. Hey, ich dachte... Da kommt nur ein Ort in Frage. Junger Mann, wir sind nun schon seit einiger Zeit in diesem Dschungel. Und trotzdem sind wir deinen Freunden noch nicht begegnet. Ich wette, sie sind bei den Gorillas. Tarzan weigert sich aber, uns zu ihnen zu führen. Also wirklich, Mr. Clayton, Tarzan weigert sich nicht... Dann bring uns schon hin. Bring uns zu den Gorillas. Gorillas. Tarzan, bist du sicher? Tarzan, gehen zu Kerchak. Kerchak? Das muss der Anführer sein. Wunderbar. Ich gehe als Eskorte mit. Immerhin ist es im Dschungel ziemlich gefährlich. Das Lächeln. Ob das nicht ein Fehler war, dass der jetzt mitkommen soll? Sorry, wenn das Telefon immer klingelt, aber es pupert so gerne.
Wo liegt das überhaupt? Ach, da hinten liegt das. Ach so, ich verstehe. Gut, raus geht's. Rauf zu Kerchak. Wo auch immer der ist. Hä? Kampfmusik? Wow! Sabor! Was zur Hölle? Ha, wieder besiegt. Hau ab, Sabor, du Wiese. Und hier geht's zum Bambusdickicht. Voll dick, Alter. Ach, hier waren Sora oder Sora. Donald und Goofy. Wer hätte das gedacht? Wir sind bis jetzt auch gar keinen herzlosen Gegner. Vielleicht ist diese Welt ja frei. Außer Sabor gab's hier noch gar keine Gegner. Sehr männlich. Felsklippe. Sieht ziemlich nach nichts hier aus. Yeah, was bringt mir das? Gott. Oh, Sora, das bringt doch gar nichts. So, hier kommst du aber hoch, ne? Ja. Schatztruhe. Yay. Duff, duff. Mega Potion. Cool. Und noch eine Schatztruhe. Mithril-Erz. Immer diese Erze. Nein, hier geht's nirgendwo. Sieht hier irgendwie nach nichts aus. Gut, gehen wir wieder zurück. Bambus, dich sieht irgendwie voll cool aus mit dem Bambus. Bambus, ich mag Bambus. Voll der dicke Bambus. Nein, da ist nichts. Ah, da wir jetzt Donald und Goofy wieder haben, können wir ja die Trio-Tags aktivieren. Dann wechsle ich mal doch wieder zu Goofy statt Tarzan. So, das kann man hier machen. Gruppe. Goofy, Tarzan. Bestätigen. Yeah. So macht man's. Tja, Tarzan, du bist erstmal auf der Ersatzbank, Alter. So, hier mein Trio-Tank. Oh yeah. Zack. Cool. Was ist hier drin? Puff, puff. Oh, Welpen. Cool. Hier haben wir den Turniertümpel. Was? Oh mein Gott, die scheißen da richtig rum. Kann man sich ja draufklettern. Geht's hier auch irgendwo hin? Tiefer Urwald. Tiefer Urwald, irgendwie. Hatten wir das nicht schon? Oh ja, hatten wir schon. Jetzt sind wir hier. Sind wir hier? Gut, dann gehen wir mal. Nee, warte mal. Nicht dorthin. Ranspringen. Hua. Und hopp. Und hopp. Hier war die Schatztruhe, ne? Nee. Guck mal, da ist ja auch noch eine. Schatztruhe. Puff, puff. Mithril. Donald und Goofy bleiben da einfach mal und gammeln rum. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo ich hinhoppe. Aber ich hoffe mal, es hat irgendwie seine Richtigkeit. Dieser Urwald ist gross und verwirrend. Da hinten sind Donald und Goofy. Hier war ich doch eben gerade, oder? Verdammt. Dschungeleingang. Es hört sich so an, als ob ich hier vorher doch noch nicht war. Oh. Gucke mal. Kerchak, bitte hör mir zu. Ich weiß, dass Nistplätze geheim sind. Aber ich vertraue ihnen. Ich möchte ihnen helfen, weil... Naja, weil sie uns brauchen. Oh, hast du das verstanden? Wow! Kerchak! Kerchak. Irgendwas scheint ihn abgelenkt zu haben. Hat er zum Baumhaus rüber gesehen? Das weiß nur Gott.
So, hier geht's wieder hoch, gut. Ah, der Mammutbaum. Genau hier wollte ich hin, denn hier ist ja auch ein Triotech. Cool, so kommt alles wieder zusammen. Hier. Ah, yeah. Und zack. Juhu. Puff, puff. Yay, noch mehr Welpen. Cool, wie die alle nach Hause rennen. So, und hier geht's zum Baumhaus. Dann gehen wir mal zum Baumhaus. Oh, der kleine Affe. Oder Gorilla, eher gesagt. Oh nein, Clayton. Warte, Kerchak, bitte! Das ist ein Missverständnis. Ich habe nur versucht... Oh, da kam eine Schlange an. Ich habe dem armen Gorilla das Leben gerettet. Na klar. Glauben wir dir aufs Wort. Boah, Clayton, du Sau. Du bist einfach nur ein Arsch. Ah, naja. Gut. Wir könnten noch mal zum Nilpferdtümpel. Da wir beim Nilpferdtümpel noch nicht alles gefunden haben. So, wieder Surf-Action mit Tarzan und Sora. Müssen wir leider immer wieder machen. Wenn wir hier lang gehen. Und es ist ja jetzt nicht so ein langer Weg. So, die dicken Stämme immer wieder durchschlagen und... Springen ist ja eigentlich irgendwie gar nicht nötig. Und ein dicker Stamm. Und noch ein Aua. Und ein dicker Stamm. Und da... Keine Ahnung. Habe ich irgendwie überlegt. Lalalala. Hey, ich habe eine Fliege, die um meine Lampe rumkreist. Cool, ich habe Zuschauer. Real-Life-Zuschauer. Eine Fliege. So. Gehen wir zum Nilpferdtümpel. So, mein dickes Schwein. Wie die blähen, wenn man auf die drauf springt. Noch einer. Und er kommt ganz langsam hoch. Oh, ich kam nicht drauf. Ich bin zu schlecht. Diese... Also, nichts gegen das Spiel, aber das Springen ist echt teilweise scheiße gemacht. So. Und komme ich darüber? Nein. Aber ich kann ja hier so aufs Nilpferd drauf. Genau. Voll die Blähungen. Ups, so. Ups, nein, so. Tuff, tuff. Yay. Wieder Welpen. Cool. Das ist doch das Beste. Das Beste, wo geht. Nein, so komme ich hier nicht hoch. Ups, ups. Wenn man das Springen hier drauf hat, dann geht das, aber wenn man es nicht drauf hat, dann scheißt man sich schon manchmal ein vor Scheißen. Was? Egal. Huala. So, knappe Sache. Huala. Ich habe das Wasser gesehen und das war schwarz. Das war gruselig. Boah, das ist ja unglaublich hier. Lalalala. Ich muss das in ein... Nein! Ich muss das in einen Zug schaffen. Ich will nämlich diese Schatz... Oh, wie Sora auch immer springt, wegen dieser Kamera. Du bist scheiße. Du hast schon so Riesenmauken und dann kannst du es nicht schaffen, mit dem wo zu landen. Hüp. So. So. Hüp. Oh, ich hab doch Kreis gedrückt, Mann. Das ist ja unglaublich. Wupp. So. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Schwupps. Schwupps. So, sammel deinen inneren Geist. Uah. Ich springe immer noch im Geiste. Also,
Es ist immer noch nichts verloren. Jetzt schaffe ich schon mal nicht mal den Sprung hier. Ah. Die Zeit sagt auch langsam, du bist ein Arschloch, Steven. So. Da muss ich anders hoch, aber komme ich von dort dorthin? Ich weiß nicht. Ich glaube ja nicht. Na, muss ich aber, es geht nicht anders. Okay, gehen wir mal hier lang. Hüps, hüps, schwips. Tuff, tuff. Yay, Mega Potion. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie sowas Wichtiges wie Welpen da jetzt noch drin sind, aber trotzdem. Alter, kommt man doch nicht so hoch. Das ist so unmöglich. Welpen hatten wir ja hier schon, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da nochmal Welpen drin sind. Das wäre dann doch irgendwie zu heavy. Er springt nicht, wenn er springen soll. Warum tut er das nicht so? Rar, beantworte mir die Frage. Ah. So, ich will aber in diesem Part noch irgendwie was erreichen. Nicht nur immer Sabor besiegen. Das ist ja unglaublich, nicht wahr? Es ist ja... Nein, das wird auch nichts. Okay, gut, jetzt habe ich keine Lust mehr. So, das ist doch die... Ich habe keine Lust mehr. Oh, so, man kann eine... So springst du, ey. Wie so ein Clown. Okay, dann mache ich jetzt keine Lust mehr. Oh, du dickes Nilpferd, du bist so fett, das ist ja unglaublich. Los, los, beweg dich nach oben. Dickes Schwein, ey. So, kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch, so. Boah, irgendwann, wenn ich Lust habe, hole ich mir die Schatztruhe, weil später ist es einfacher. Das werdet ihr sehen noch, warum. So, jetzt sind wir schon wieder hier. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Ja, ich habe keine Ahnung. Wir sind doch abgehauen. Ja, vielleicht wieder zum Zeltlager. Ich meine, der Affe ist jetzt wieder abgehauen. Ist alles wieder im Tutti-Frutti-Bereich. Boah, es ist hier neblig, ey. Als ob jemand Dauerblähungen hätte. Entschuldigung. Dschungeleingang, Baumhaus, deine Mutter. So, jetzt springen wir mal hier runter. Es ist rutschig. So, und jetzt müssen wir wieder eine Surfparty hinlegen. Mann, mache ich mir einen Umweg, das ist ja unglaublich, nicht wahr? Aber ich schaffe es schon, keine Sorge, ich schaffe es schon. Tarzan springt natürlich immer, macht dabei. Ich meine, er ist ein Affenmensch. Ein Menschenaffe. Ein Affenmensch. Eigentlich ist er ein kompletter Mensch, aber er wurde von Affen aufgezogen. Eigentlich voll cool, wenn man es so sieht, dass man dann wirklich auch ihre Sprache und so lernt. Das ist echt geil. Sie haben ihn sogar Zehennägel animiert. Coole Sache. Hat man eben zu kurz gesehen. Okay, wir erzählen jetzt Shane, was Mr. Clayton vorhatte. Diese Sau. Wie konnten Sie das nur tun? Hören Sie, Miss Porter, ich hatte es doch nicht auf den Gorilla abgesehen. Wehe, Sie wagen sich wieder in die Nähe der Gorillas. Alles wegen so einem kleinen Missgeschick. Kommen Sie. Badass Move. Psychoblick. Was mache ich bloß mit diesen Schwachköpfen? Diese verfluchten Gorillas. Ich werde sie alle zur Strecke bringen. Alle! Ich werde sie schon irgendwie aufstöbern. Darauf verwette ich mein Leben. Okay, er hat draußen geschossen, weil er irgendwas gesehen hat.
Hoffen wir nicht, es war ein Gorilla. Das wäre nämlich echt scheiße. Deswegen würde ich in diesem Zusammenhang sagen, im nächsten Part gucken wir, was draußen abgelaufen ist. Das erfahren wir wirklich dann erst draußen. Und bis dahin sage ich erstmal bis zum nächsten Part und ciao.